Tür Karl der Vierte. Wir begrüßen Sie in der Tür Karl der Vierte. Die Zäune der Mine waren zwei, San Teodoro und die Destillation oder Gaia. Diese waren von einer Mauer aus Stein- und Ziegelmauerwerk umgeben, um den Diebstahl von Quecksilber zu verhindern, insbesondere im Bereich der Metallurgie. Dies ist eine der beiden Türen, die zu der Mauer gehören, die den Gaia-Zaun umschloss. Diese Türe dienten der strengen Kontrolle der Ausfahrt der von Ochsen oder Maultieren gezogenen Karren zu den Atarazanas in Sevilla für den anschließenden Transport nach Amerika. Diese wurde im Jahr 1795 während der Regierungszeit von Karl IV. Fertiggestellt. Es stellt eines der deutlichsten Beispiele für die neoklassizistische Architektur von Castilla-La Mancha dar. Seine beiden Seiten sind sehr ähnlich und komplett in Backstein gebaut. Die Außenfassade hat in der Mitte einen großen Segmentbogen mit einem Pfosten und einen bemerkenswerten Schlussstein, flankiert von zwei Pilasterpaaren und Säulen toskanischer Ordnung auf Pilastern. Das Ganze wird mit einem Giebel abgeschlossen, in dem das große königliche Wappen in der Mitte des Timpanons hervorsticht. Links von diesem Tor und der Mauer folgend befindet sich das Tor von Carros. Es wird derzeit restauriert. Es wurde im 17. Jahrhundert erbaut und war das Haupttor der Gaia-Belagerung, bis das Karl IV. Tor errichtet wurde. Es wurde dann mit Steinen zugemauert und in der Mauer integriert. Es ist ein sehr einfaches Bauwerk mit gemauerten Kästen zwischen den Strebepfeilern und gemauerten Regulierungsstöhnen. Die Öffnung ist mit einem Segmentbogen mit Walmdach gelöst. Nun verlassen wir diesen Ort. Aber Sie können weiterhin mehr über Maden erfahren, wenn Sie zum nächsten Punkt von Interesse weitergehen.